Urlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Heute Vidovic, den Vorzug bekommen. Jetzt der FC Hansa Rostock mit der flachen Flanke da rein. Und da ist das 1:0 für den FC Hansa Rostock. Schön reingespielt von der linken Seite mit einem flachen Ball. Und ich kann nur gar nicht so richtig erkennen, wer es jetzt direkt da gewesen ist, wer den Ball reingespielt hat. Aber jetzt sehe ich es, es ist Marcel Ziemer gewesen, ne? So sieht's aus. Ich muss ehrlich sagen, der hat den Ball in der Hand gehabt. Also ich denke mal, dass er auch das Tor gemacht hat. Aber schöner Flankenball da, flach reingespielt, genau vors Tor. Der Tor, der war geschlagen und so stand Zello Ziemer da und hat den Ball zum 1:0 in die Maschen gedroschen. Und wir müssen gucken, Manni Starke läuft an. Der Ball kommt hoch hinein und da gehen sie mit dem Kopf hin. Und da ist das Tor für den FC Hansa Rostock. Und wer ist es gewesen? Genau, unser längster, und das ist unsere Nummer 15, das ist Christian Stuff gewesen. Bist du ganz sicher? Ja. Also ich, der ist doch, also das ist ja das Schöne, dass wir hier dieses Bild haben, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, wir warten mal ab, was die Stadionsprecherin dazu sagt. Meinst du, Ziemer? Also ich war gedacht, auch, denk auch dass Ziemer, das Stuff da hochgestiegen ist. Ja, Stuff ist auch hochgestiegen, aber ich meine, Ziemer wäre da noch okay, dran wir gewesen. Aber wir jetzt sind wir sehr gespannt, die Dame von der Stadionansage. Jetzt nehmen die da oben erstmal die 1 weg. Jetzt bin ich gespannt. Ach, ja. Dann hätten wir wetten sollen. Ja. Ich habe da nur Stumpf hochspringen sehen, ja. Einmal und vertraut auf mein Adlerauge. Der war mit der Haarspitze dran, kannst du mir sagen. Aber wenn, wenn das wirklich so war, dann. Ja. Und der Konter, bzw. der Gegenangriff des FC Hansa läuft über David Blacher, der zentral hier Dennis Weidlich mitnimmt, der Ball links rausgespielt von Dennis Rebini. Schön gemacht auf die. Ziemer ist das nach vorne und der Kopfballablage auf David Blacher, der versucht sich nochmal einzusetzen und der Schuss von. Ja. Manni Starke oder was? Manni Starke, ich glaube auch. Ja, genau, Manni Starke. Wir müssen nochmal hier rauf gucken. Genau, Manni Starke ist es gewesen. Reingekommen, macht sein Tor. Also besser kannst du eigentlich gar nicht laufen für einen Spieler, der ja gar nicht in der Anfangself stand, der ja nur reingekommen ist, weil Ratcha Balifali, unsere Nummer 7, da ein bisschen verletzt ist. Wir kriegen auch noch raus, was er hat. Aber der Manni Starke, der kommt hier rein und macht sein Tor zum 3:0 für den FC Hansa Rostock hier im Landespokal. Schade, Dennis Rebini dort nicht an den Ball gekommen, aber wir bleiben im Ballbesitz. Das ist Julian Jakobs, dreht sich um den Gegenspieler herum, geht Richtung Strafraum, flankt jetzt in die Mitte auf Marcel Ziemer. Nein, auf David, wer war das? David Blacher, als Kopfballtor von David Blacher in der 29. Minute. Die beiden Kleinen, Julian Jakobs auf David Blacher und dann trifft er den Ball auch wirklich voll, köpft ihn zwar nur in die Mitte des Tores, aber gegen die Laufrichtung des Torhüters. Genau, sieht's aus. Und somit keine Chance für Matthias Peschmann. Fliegt umsonst das Tor umher. Und jetzt würde ich sagen, können wir es sagen, es lüpst. Es lüpst, es lüpst. Ja, das war so der kleine Spruch, den wir uns hier vor der Sendung noch mal ein bisschen auf der Zunge schon haben zergehen lassen. Und wir haben gesagt, wenn wir 4:0 führen, dann eine halbe Stunde, dann bringen wir ihn. Das haben wir jetzt auch gemacht. Der Teil Schwertfeger dort, rechts rüber gespielt auf Christian Stuff. Ich versuche jetzt gerade mal rauszukriegen, ob es noch irgendwelche positionsbedingten Änderungen gibt. Mir fällt auf, dass Marcel Ziemer sich relativ weit zurückfallen. Der setzt den Ball nach vorne, spielt auf David Blacher. Und der ganz kurz den Ball rechts vorbei liegt. In der 38. Minute ist es David Blacher nach schöner Vorarbeit von Marcel Ziemer. Ja, das muss man und so steht es jetzt 5:0 für den FC Hansa Rostock. Und genau diese Rolle, dass Marcel Ziemer auch mal zurückgeht und dafür David Blacher und Dennis Rebini in die Spitze gehen, das hat man hier in den ersten 38 Minuten öfters mal gesehen. Genau, jetzt macht sich hier ein Rostocker warm. Das ist Christian Bickel. Es könnte sein, dass... Nee, das ist nicht Bickel. Das ist Kröger, du hast natürlich komplett recht. Genau. Markus Kröger. Das hier zu zweit und jetzt verpassen wir das 6:0 und es war, glaube ich, wieder David Blacher. Kann das sein? Wer den Ball? David Blacher hat den Ball, aber heißt auch, dass er das Tor gemacht hat? Ja. Ziemer schon wieder. Gut. Das ist ja... Also, 40. Minute, 6:0, Marcel Ziemer. So, kurz Andreas Thiem, mir... durchs Bild lief, aber der lange Ball jetzt nach vorne. Ah, Dennis Rebini springt der Ball weg, aber da kommt nochmal David Blacher von der Seite. Spielt zurück zu Dennis Rebini, der könnte abschließen und da ist das 7:0 in der 51. Minute durch Dennis Rebini. Ja, und das ist immer noch der Sportsmann Peschmann mit der Nummer 1 im Lübzer Kasten. Okay, den Namen müsstest du jetzt aber langsam. Ist ja auch im Lübzer Kasten, ne? Oh, der war aber, das ist das Highlight des Abends. Peschmann im Lübzer Kasten. Wow. Herrlich, ja, das ist schon herrlich. Aber wir müssen gucken, weil der FC Hansa Rostock mit der nächsten Chance. Und da geht der Ball nicht. Doch, jetzt geht er ins Tor. Also, das war schön gemacht. Der Peschmann flog da an dieser Flanke, an diesem flachen Ball vorbei. Und im zweiten Anlauf dann an dem langen Pfosten, da stand Dennis Srebeni, unsere Nummer 26, goldrichtig auf die Außen gespielt.
wo die Rostocker jetzt aber wieder den Ball im Mittelfeld führen. Jetzt auf die gegenüberliegende Seite. Also das Ganze geht jetzt hier mit Kurzpässen oder mit langen Pässen auch vonstatten. Jetzt wird die Flanke hier nochmal reingebracht. Jetzt kommt der Ball flacher rein und da ist er. Tor! Ganz stark wieder gemacht. Ja, das dritte Tor für unsere Nummer 26. Ein Lupenreiner. Reiner Hattrick. So sieht's aus. Genau. Lupenreiner Hattrick und von unserer Nummer 26, Dennis Srbini, der da wieder goldrichtig stand. Diese flache Flanke da, ja, ohne Furcht im Tor des Lübze SV. Und der brachte, und wie Helmer es eben mir auch anzeigte, ein lupenreiner Hattrick von unserer Nummer 26, Dennis Srbini, in der 63. Minute. So, der nächste Angriff, das ist in dem Fall Joman Vidovic, Doppelpass. Nochmal das Schuss an die Latte und dann ist der Ball doch drin. Junge. Marcel Thiemer macht die 10 voll in der 80. Minute. Also das 0:10 für den FC Hansa Rostock. Und es ist tatsächlich Cello, der sein viertes Tor macht. Und jetzt groß, aber sie haben die 9 schon abgenommen. Sie sind gerüstet für alles. Sie haben auch eine 10. Ja, so sieht's aus. Aber ein wunderschönes Tor da von Marcel Thiemer, der den Ball da ja mit Wucht unter die Latte nagelte. Und da gab es überhaupt nichts zu halten für Peschmann, den wir ja gerade nochmal angesprochen haben.